So, hallo und willkommen zurück zu Satisfactory. Ja, jetzt geht's zurück zur Basis. Wir sind hier in unbekannten Weiten. Wir wissen nicht, also ich weiß nicht wirklich, wo wir sind. Okay, da gibt's wieder was zu holen. Ah, eine Rosane. Die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das ist jetzt mal kein Trick. Das heißt, ja, die müssen wir versuchen zu klauen. Ich weiß, ich kriege hier Perma-Damage von allem Möglichen. Und bin tot. Yo! Wenn das mal nicht Hardcore ist. Linker Mausknopf. Na gut. Eva behält dich im Auge. Vorteil? Es gibt keinen Vorteil. Equip ist alles weg. Wir haben noch einen Xenobecher. Das ist schon mal gut. Stahlrohre. Das war jetzt echt fies. Shit, ey. Naja, guck mal her, hat sich auch gelohnt. Da brauchen wir ein neues Jetpack, Sprengstoff und alles Mögliche für eine Karre. Ich denke, wir nehmen den Explorer. Motoren und die Oszillatoren. Habe ich wieder nur einen, ne? Na, dann machen wir es zu Fuß mit dem Jetpack. Ist wahrscheinlich auch schneller, tragbarer Miner. Nobeliskenzünder. Nö. Den kriege ich ja gleich wieder. Da brauche ich jetzt die Signalitoren für. So, jetzt habe ich fast alles zusammen. Noch das Jetpack. Dann noch ein paar Nobelisken. So. Können wir hier richtig auf die Kacke hauen. Nur den ganzen Quatsch aus der Tasche loswerden. Hier mit der Armierpistole. Nein, Armierpistole. Und ein paar Röhrchen. Und was kostet die? Armiermunition. Oh, das geht ja, wa? Naja, egal. Die macht garantiert nicht viel Schaden, wenn die so billig ist. So, jetzt haben wir hier noch Muni. Sehr schön. So, jetzt mal eben hier ausrüsten. Xenobecher. Die Dinger haben wir auch. Hier machen wir sortieren, bitte, danke. Genau, den Becher brauchen wir dann auch noch. Einmal tauschen, geht das? Jawohl. Vielleicht sogar so. Und jetzt bringen wir die Sachen eben schnell wieder weg. Bim, 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 den da. Ein paar von den Nüssen brauchen wir. So, hopp. Das ist das. Das ist das. Sehr schön. Fallschirm. Na, wir haben das Jetpack, ne? Da brauchen wir nur noch Sprit, den ich fast vergessen hätte. 94 sollte fürs Erste reichen. Die gehärteten Stahlplatten, die brauche ich auch nicht in den Mengen. Das auch nicht. Schrauben bestimmt auch nicht. Also mehr geht schon nicht mehr. Gummi kann weg. Plastik kann weg. So viel Draht brauche ich garantiert auch nicht. Und schon sieht das Ganze deutlich besser aus. Okay. Kann man denn jetzt unsere Leiche auf der Karte sehen? Das ist der Zug, der dreht immer noch seine Kreise. Ah, da. Ja, kann man. Gut. Den hau ich gleich die Sprengladung um die Ohren. Da kannst du aber glauben. Da haben wir natürlich keine Gasmaske, ne? Die. Ach nee, das da unten ist was anderes. Ja.
Gut, Redpack funktioniert. Können wir vielleicht hier schon direkt hoch? Könnte Weg ersparen. Ja, könnte klappen. Schauen wir mal. Dann schmeiße ich denen die Sprengladung so lange um die Ohren, bis sie weg sind. Säcke da. Bestimmt da hoch zum Waterfall. Versuche halt so früh wie möglich schon recht hoch zu kommen. Dass wir hinter wieder von einem unmöglichen Berg stehen. Schwupps. Aha, Hoshis. Und eine Pablo-Beere. Du kriegst auch noch dein Fett weg. Komm her hier. Muss ich die erstmal. Boah, sind die schnell. Gib her das Zeug. Cool. Natürlich nehme ich die Geschenke. Das? Ich höre den. Setz mal hier hoch. Wieder Schwarzpulver. Ich hab's eben abgelegt. Du Senkel. Ups. Wie habe ich ihn jetzt abgelegt? Nehme ich auch mal eben auf. Zehn. So. Nee, ich spreng dich nicht. Brauche ich für deine sackgesichtigen Kumpels. Wo ist jetzt meine Box? Da. Wahrscheinlich habe ich die Taschen dann sowieso viel zu voll. Das weiß ich jetzt schon. Egal. Komm, war klar, hier ist wieder. Und wir sind halb tot. Hätte ich die Nüsse nicht eingesteckt? Doch. Moment. So nicht. Bisschen schade, dass das so läuft. Ups. Es zuckt. Naja, ich könnte euch auch wegsprengen, habe ich jetzt aber kein Interesse dran. Sabbelt irgendwo anders rum. Ich nehme ja noch die Pablo-Beere mit. Bei Löbeere. Meinetwegen. Sieht auch schick aus hier. Also so wirklich schick. Und es scheint kalt zu sein. Da ist noch eine Snegge. Man müsste für so Aktionen eigentlich den Hut abreißen. Und in deine Nähe aufstellen. Kann ich denn... Jetzt kommt's. Ah doch, geht. Wursteln wir die direkt um. Zack. Dann stelle ich da einfach eine Kiste auf. Und, oh Gott. Markier die. Mit so einem Signalding. Uiuiui, schon wieder eine. Ich finde sie ja ehrlich zügig, ohne Probleme. Also so ein Erdschrutsch oder sowas darstellen, ne? Ja. Machen wir so. So, pass auf. Werkbank, zack, zack, zack. Nur immer da so dämlich weit runter scrollen. Ja, zwei Stück gibt eine gelbe. Schick, schick. Einstecken. Nüsse. Die gönne ich mir. Hey, danke. Schick, wa? Wenn das ein Survival-Game wäre, wäre hier schöne Zufluchtshöhle. Naja.
Warte mal, da gibt's noch mal Nüsse. Nummer 7. Da sind die Säcke. Oh, die spreng ich sowas von weg, ey. Quatsch, glatte 100 wieder. Gib mir mal einen Sprengmaster. Brauche ich eine gute Position. Na, schauen wir mal. Ja, das ist keine gute Position. So viel sei schon mal klar. Du musst jedes Mal R drücken. Überhaupt nicht nervig. Verzieh dich. Boah, das ist ja ein richtiger Krieg hier. Boah, drei. Drei Balken zupfen die. Komm näher, näher, näher. Okay, er hat voll einen mitgekriegt. Schnell wieder hochfuttern. Die machen ja richtig Schaden. Mal ein bisschen vorbei. Boah. Wieso treffen die so genial? Immer. Da überlebst ja keine zwei Treffer von. Das wird ein teurer Spaß, diese blöde Schnecke da drüben. Die eine Reichweite. Und Freeze. Okay, aber es war ein Safe Freeze. Alles gut. Boah. Nur angekratzt und trotzdem noch gut Schaden, ne? Ja, dieses Quarkzeug da unten strahlt ja auch. Das ist auch nicht ohne. Ich weiß gar nicht, ob ich die da... Boah! Damit überhaupt platt kriege. Das gibt's doch gar nicht. Was sind da denn für Superhelden? Boah, miese Nummer. Absoluter Krieg hier. Yo, man kriegt sie damit platt. Das steht jetzt fest. Das ist... Ich war doch viel zu weit weg, du. Blöden Sack. Den hast du jetzt verdient. Oh, yo. Killing. Ah, der lebt noch. Er spuckt noch. Oh, der ist ziemlich sauer. Kann das sein? Mach mal auf Performer da was hin. Habe ich den jetzt? Nein, habe ich nicht. Nerviger Sack. Jetzt abgenüppelt? Dessen bin ich mir noch nicht sicher. Ist er nicht. Friss das! Ja! Ist natürlich die Frage. Okay, so heftig ist der Schaden nicht. Die habe ich. Die Gedärme. Die Reichweite des Schadens ist auch recht begrenzt. Sehr nett. Okay, also ich habe... Habe ich jetzt... Ja, mein Equipment habe ich wieder. Muss mal eben hier eine Box aufbauen. Organisation. Ja, da reicht doch die Kleine. Schubst mal das darüber.
Da hältst du schon Steuerung gedrückt und... Da. Halte ich in der Hand. Will den ganzen Rest auch noch haben. Ach du heiliger Bimbam. Ich bin wieder mit vollen Taschen los, ne? So typisch, ey. Egal in welchem Spiel. Taschen voll. Immer. Was habe ich damit so viel Draht zu schaffen? Ohne Mist. Ja, mei. Was habe ich denn da jetzt noch drin? Katheriumdraht. Ja, das stimmt schon, der Damage ist wirklich nicht heftig. Aber bevor ich mich da vertue... Naja, du kannst aber während des nachfüllen, das ist schon nicht schlecht. Mal gucken, den schmeiße ich weg. Schmeiße ich alles Angebrochene einfach erstmal weg. Habe ich noch einen Stack frei, warte mal, die Kettensäge kann ich doch eigentlich ausrüsten. So. Der Objektscanner, klar. Habe ich noch 3 Slots frei und 2 waren da unten, ne? Was ist das eigentlich für ein Zeug? Uran. Ah, ja. Aber als Quelle wäre es mir lieber. Schauen uns mal eben hier um, wenn wir schon hier sind. So, geht so, ne? Ja, guck mal, das geht. Das geht, das ist jetzt nicht wirklich heftig. Wie die Elektroden hier gegen die Bildscheibe knallen und dadurch das Bild verschlechtern. Schon geil gemacht. Respekt. So. Pablöle-Bäre. So, jetzt machen wir erstmal hier die Schnecken, die frickeln wir erstmal um. Für mich ist das alles noch ein Abenteuer. Ihr habt es ja schon, Gott weiß wo, überall gesehen. Für mich ist das alles noch der Superhammer. Oh, 11 Stück. Zack, zack, zack. Wow. Eine hier Festplatte haben wir auch noch. Ich kann ich jetzt nicht abreißen. Muss ich echt gucken, wovon ich mich trenne. Hier einen zweiten Xenobascher. Uno Sekunda. Wir bauen uns einfach ein Auto. So kann man es machen. Mohaha. Super. Computer, das Zeug, das brauche ich. Was ist denn das? Kühlkörper kenne ich noch nicht. Das ist wie ein CPU-Freezer. Da wups. Ein Stack muss ich noch freischaufeln. Beziehungsweise... Krieg ich sowieso freigeschaufelt. Zack, zack. Und wir haben es geschafft. Nice. Ah, sag nochmal einer, zu viel Equip dabei haben, ist nicht gut. Ja, ja, Kettensäge brauche ich aktuell nicht. Den laden wir schon mal nach. Perfekt. Wow. Können wir den nochmal richtig einsetzen hier? Darf ich hier die Karte verwenden? Ja, darf ich. Ich glaube, Wasser ist nicht so geil. Und Speicherfreeze. Ah, ich habe noch keine M2 drin. Sind sie sich noch nicht so sicher? Ich bin mir auch noch nicht so sicher, was ich dann für eine nehme. Definitiv eine PCX-Version, aber 2, 4... Was da alles gibt. Da ist doch gerade was ins Wasser gehuscht. Okay, ich habe gewonnen. Sehr effektiv.
Bauxit. Haben wir natürlich nicht hier unten ausgestattet, die Wurstler. Bauxit normal. Bauxit. Norm. Schwupps. Ja, ich kann das auch mit Farbe machen. Weiß ich auch jetzt. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ziemlich cooler Tipp. Aber ja, aktuell nicht. Außer ich habe wirklich was in Planung. Lass den Nussbaum stehen. Lass den. Hallöchen, meine Schönheit. Nicht genügend Platz für die gelbe Elektroschnecke. Ja, das müssen wir mal ändern. Hier, das. Okay, so. Hm. Der kann auch noch weg. Der kann auch noch weg. Jetzt nehmen wir sie mit. Rummelmäntischchen. Schönes Grillbuffy. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Zack, zack, zack. Jetzt hoffe ich, dass die neue Pausenfunktion nicht den Anfang versaut hat. Weißt du, ich brauche da nicht mehr cutten. Man kann so Pause drücken in der Aufnahme. So viel früher bei Bandicam. Ziemlich cool. Wenn es das nicht versaut hat, ist alles tutti frutti. Wenn nicht, ist der Anfang ein wenig verkackt. Naja, ist auch nicht so schlimm. Nein, da will ich nicht hin, dahin. Danke. Mann, dieses Ein- und Aussteigen ist aber noch ein bisschen, ne? Aber egal. Ja, aber durchs Wasser kommt die Möhre doch nicht, oder? Meint ihr? Ach, ich werde es nie erfahren. Ich werde es einfach ausprobieren. Oh, doch, geht ganz gut. Boah, erste Mal durch das Gebiet. Ratatatatatat. Das ist echt schön. Wow. Ach, warte mal, da habe ich doch auch noch was gelesen. Genau, das Ding hat eine Werkbank. Ha! Danke für die Ansage. Aha, aha. Ehrlich, das ist richtig spaßig, hier durch die Gegend zu zurren. Lass mal hier die tolle... Wir haben immer mehr entdeckt. Naja, obwohl... Doch, da ist unser Weltraumhafen. Kann man die Johnnies umheizen? Nicht geil. Die gehen nur K.O. Oha. Naja, nicht weglaufen hier. Hol dir deine Prügel ab. Mein Auto beschädigt. Nein, nicht wirklich, glaube ich. Doch. Müssen also abreißen, neu aufbauen. Können wir eigentlich was Neues scannen? Alles klar. Kleines Standgasproblem, die Möhre. Katerium, Kupfer, Eisen, Kohle, Schwefel, ne, eigentlich nichts. So, aber es sind schöne Bilder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und, wow. Wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Nachdem ich diese dreiste Schnecke eingesammelt habe. So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.